Angelina Kirsch ist gerade mit ihrer Schwester auf einem Städtetrip in Rom und trinkt mit ihr einen Kaffee. Da spricht sie plötzlich einen Modelagent aus Deutschland an und will sie für ein Fotoshooting buchen. Ja klar, schöner Witz, denkt sie, wenn ich 20 Kilo abnehme vielleicht. Denn Angelina ist längst nicht ganz so schlank wie die meisten Frauen aus der Modelbranche. Zum Glück nimmt sie aber nicht extra ab und gebucht wird sie trotzdem. Und das inzwischen ziemlich häufig zwischen Hamburg, London und New York. Sie hat perfekte Kurven und ist stolz darauf. Angelina Kirsch, 26 Jahre alt, Erfolgsmodel aus dem schleswig-holsteinischen Neumünster. Mit ihrer Konfektionsgröße 42-44 entspricht sie so gar nicht dem Klischee des Magermodels. Doch viele Kunden reißen sich um die Norddeutsche mit der lebensfrohen Ausstrahlung. Ich habe das Gefühl, dass es viele Mädels gibt und Frauen, die aufatmen und sagen, endlich, es gibt normale Mädchen da draußen und sie werden gezeigt. Es gibt natürlich auch hin und wieder mal was Negatives zu hören. Irgendwie, ganz hübsches Gesicht, aber fetter Arsch. Aber naja, was soll's? Für die Kurven werde ich bezahlt. Ich finde sie schön. Curvy Model heißt der Trend und einige Agenturen sind längst auf den neuen Look der kurvigen Models aufgesprungen. Heute steht ein Fotoshooting für eine Frauenzeitschrift an, die in ihren Heften auch Schnittmuster anbietet. Mit Fotograf Frank Grimm hat Angelina schon öfter zusammengearbeitet. Ich fotografiere es wirklich sehr gerne. Also mir macht das Spaß, weil es ist, du hast wirklich einen normaleren Umgang mit vielerlei Dingen. Und ich glaube auch, dass die Mädchen erstmal einen Prozess erfahren mussten, um es für sich zu akzeptieren und dass sie damit auch Scheu ablegen, sich so zu zeigen, mit etwas mehr vielleicht auf den Hüften, als man es normal hin als Modell kennt. Ich finde es super. Und doch, er ist skeptisch, dass sich der Trend auf breiter Front durchsetzt, denn das, was die Modekonzerne für ihre Kundschaft auf den Markt bringen, sieht auf Magermodels oft einfach besser aus. Deshalb war Angelina auch total überrascht, als sie vom Agenten der Hamburger Agentur Place angesprochen wurde, während sie mit ihrer Schwester einen Kaffee in Rom trank. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich zu bewerben. Ich habe ja jetzt nicht so die Modelmaße, die typischen. Und damals wusste ich jetzt auch nicht, dass es irgendwie eine gewisse Sparte gibt und so eine Nachfrage nach diesen Curvy- oder Übergrößenmodels. Und deswegen wäre ich nie auf die Idee gekommen. Als er mich angesprochen hat, habe ich gedacht, hä, ja, klar, modeln, 20 Kilo abnehmen und dann modeln. Da hatte ich keine Lust zu. Also nee, hätte ich nie gemacht. Obwohl Angelina längst von Job zu Job zwischen London, Hamburg und bald auch New York jettet, ist sie komplett bodenständig geblieben. Wann immer sie es einrichten kann, bläst sie die Tuba im Mädchenorchester ihres Heimatortes Neumünster. Das ist mir auch wichtig, das mache ich auch. Also heute Abend geht's weiter nach Berlin, morgen wieder ein Job. Aber das ist mir wichtig, das lasse ich mir nicht nehmen. Man muss ja früh aufstehen heute. Ne? Heute muss ich ein bisschen früh aufstehen, aber ich kenne das ja nicht anders. Sonst ist Calltime ja auch 8 Uhr. Die Mädchen aus ihrem Musikzug schreiben sich immer aufgeregte SMS, wenn sie mal wieder ein Werbebild mit Angelina entdecken. Sie sind mächtig stolz auf die erfolgreiche Tuba-Bläserin in ihrer Mitte. Vor allem haben wir das von Anfang an so mitbekommen. Die ersten Sachen, wo man sie dann irgendwo mal in der Werbung gesehen hat. Ich habe in Oldenburg studiert, habe sie dann plötzlich irgendwo im Einkaufszentrum auf einer Riesenleinwand gesehen, gleich ein Foto nach Hause geschickt. Angelina, du bist schon in Oldenburg. Das ist auch, wir freuen uns für sie, auf jeden Fall. Das ist kein Neid. Ganz nebenbei studiert Angelina auch noch Musik- und Sprachwissenschaften. So wohnt das schöne Nordlicht auch noch immer bei seinen Eltern, wenn sie nicht gerade unterwegs ist. Die sind natürlich immer ganz begierig, die neuesten Fotos zu sehen, wenn ihre Tochter von ihren Reisen zurückkommt. Das ist Marina. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wandlungsfähig sie ist und was man alles aus ihr gemacht hat. Doch was sich nicht verändert, das sind die sinnlichen Kurven ihrer Tochter. Ich habe auch aufgepasst, eigentlich von ganz klein an, weil ich nicht wollte, dass meine Kinder dick werden. Jetzt ja. Sind sie komisch. Aber dick ist sie ja nicht. Sie hat das alles an der richtigen Stelle und da bin ich stolz drauf. Und ihre Zwillingsschwester Mordlin, die in Kiel Zahnmedizin studiert, denkt sie nicht auch manchmal darüber nach, als Model zu arbeiten? Sie hat eine ganz andere Präsenz vor der Kamera als ich. Das ist einfach so. Sie macht einen Schalter an, legt den um und ist urplötzlich da. Das muss man einfach im Blut haben. Das ist vielleicht bei mir nicht ganz so ausgeprägt, sagen wir es mal so. Ihre Schwester Angelina hat es im Blut. Egal ob vor der Kamera oder auf dem Laufsteg, sie ist voll in ihrem Element, blüht regelrecht auf, wenn es an den Job geht.
Zusammen mit Curvy-Models aus ganz Europa läuft sie an diesem Abend auf einer Modenschau für ein großes deutsches Modehaus. Ich fand das auch gut. Also es ist ja, soll ja mehr den Frauen Selbstbewusstsein geben und zeigen, Mensch, Mädels, ihr seid auch toll und unbedingt toll. Und das war's doch, oder? Angelina Kirsch, eine fröhliche, lebensbejahende junge Frau, die ihre Berufung für die kommenden Jahre gefunden hat und die voll zu sich steht. Vielleicht das größte Geheimnis ihres Erfolgs als kurviges Model.